Im Kreishaus in Korbach wurde das neue Schülerradroutennetz für den Landkreis Waldeck-Frankenberg vorgestellt. Die Bedienung ist relativ einfach. Man lädt sich die App runter, wählt die Schule aus, gibt die Startadresse ein und die Route wird berechnet. Ja, Radwege-Konzept, Radweg-Radtourplaner, also ganz schwieriges Wort für eine gute Sache. Genau, wir haben jetzt hier den Startschuss gegeben fürs Schülerradroutennetz in Waldeck-Frankenberg. Jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet, sich an allen weiterführenden Schulen im Landkreis Waldeck-Frankenberg den Umkreis von 5 Kilometern angeschaut und Radrouten herausgearbeitet, damit Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren können und sich dabei sicher fühlen und gut ankommen und dann auch an den Schulen einen guten Platz für ihr Fahrrad finden. Und ja, so erhoffen wir uns, dass viel mehr Schülerinnen und Schüler viel früher das Fahrrad als Verkehrsmittel für eine selbstständige Mobilität für sich entdecken. Zumindest im Sommer. Auf der anderen Seite kann das ja auch nur die Mittelzentren betreffen. Ja, aber ich meine, die 25 weiterführenden Schulen sind ja weit verbreitet im Landkreis, also es ist in den Mittelzentren, aber auch in den kleineren Kommunen haben wir ja durchaus, wenn ich in Lichtenfels, MPS Gottelsheim beispielsweise, Edertal hat die IGS beispielsweise, also auch in den kleineren Kommunen gibt es da durchaus weiterführende Schulen und auch die sind eingebunden. Da fehlt aber dann auch noch mal ein bisschen Nachholbedarf an Radwegen entlang von Landes- und Kreisstraßen. Ja, wir brauchen mehr und eine bessere Infrastruktur für Fahrradfahrende und da arbeiten wir sehr intensiv dran. Wir sind auf Rekordniveau beispielsweise bei den Projekten entlang von Landesstraßen, geben wir dieses Jahr 13 Millionen Euro aus, erstmalig. Das gab es in der Dimension noch nie. Nächstes Jahr stehen 17 Millionen Euro dafür zur Verfügung. An der Stelle machen wir richtig Tempo. Jetzt sind einige parallel laufende, gut ausgebaute Feldwege durchaus Radwege tauglich, aber nicht immer ganz konfliktfrei, gerade im Frühjahr und im Sommer bei der Ernte mit den Landwirten. Wie kann man das regeln? Also ich glaube, es kommt erstmal darauf an, dass die Nutzerinnen und Nutzer solcher Wege aufeinander Rücksicht nehmen. Es gibt stellenweise dann Probleme, aber das tatsächlich auch nur zu Zeiten, wo da richtig viel Verkehr drauf ist. Und das ist ja nicht das ganze Jahr. Und insofern setze ich erstmal darauf, dass man sich miteinander einigt und miteinander klarkommt und Rücksicht nimmt. Es gibt aber durchaus auch, wenn wir bei intensiv genutzten Wegen, wo wirklich viele Radfahrende unterwegs sind und viel landwirtschaftlicher Verkehr drauf ist, dann versuchen wir auch da Lösungen zu finden, das voneinander zu trennen. Oder der Radweg muss wirklich breit genug gebaut werden. Dann hat man allerdings ein größeres Projekt. Dann muss er beispielsweise mindestens 4 Meter breit sein, asphaltiert und dann ist das schon eine kleine Straße und dann finden auch alle Nutzerinnen und Nutzer ihren Platz. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge in den letzten Jahren ja erheblich in Größe und Gewicht zugenommen haben. Es ist kein Elverdeutz mehr, wo man sich auf dem Feld nicht aus dem Weg gehen kann. Klar, es verändert sich, aber es werden auch immer mehr Radfahrende, über die E-Bikes beispielsweise, immer mehr Nutzerinnen und Nutzer, auch dann Lastenräder. Man kann mittlerweile andere Personen gut mitnehmen und da tut sich ja auch einiges. Jens Hortenbach, vielen Dank. Hat mich gefreut.